Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 10. August. Und den mache ich in der Vertretung für den Martin, der diese Woche dran gewesen wäre, dem es aber nicht so gut geht. Und daher sind auch leider die ersten drei Folgen dieser Woche ausgefallen. Ich konnte nicht schneller einspringen, aber heute gibt es noch eine Folge und morgen gibt es noch eine Folge und nächste Woche geht es natürlich weiter. Also von daher gute Besserung an Martin und einfach mal ab direkt in die Sendung. Denn heute dabei Spotify, Swarm, Apple, Instagram und Disney. Beginnen wir mit Spotify, denn die kommen nun endlich auch auf die Xbox One. Und zwar mit einer richtigen App. Und wenn du mich gefragt hättest, ich dachte, die sind da auch schon, aber wahnsinnig. Ja, also einer der wenigen Plattformen, wo eben Spotify noch nicht verfügbar war. Dort wird es jetzt demnächst aus dem jeweiligen Xbox App Store runterladbar sein. Es können Spotify Free Accounts genauso auch wie Paid Accounts benutzt werden. Und man kann es wohl auch ins Spiel integrieren, also dass die Musik im Spiel läuft, wenn das Spiel das unterstützt. Ja. Zusätzlich wird es halt spezielle Playlisten geben, die zu spielen, ja, oder nicht zu spielen, mitspielen, was zu tun haben, wie Epic Gaming und Power Gaming. Und der Major Nelson, hier der ja, bekannte Xbox, ja, wie sagt man, Brand Ambassador, der hat auch eine Playlist erstellt dafür. Also von daher, wer Spotify-Kunde ist, eine Xbox One hat, der sollte mal die Augen nach der App aufhalten. Auf der PlayStation 4 ist Spotify übrigens schon viel länger. Und die hatten genau wie die Xbox auch einen eigenen Musikstreaming-Dienst, den die aber schon in 2015 eingestellt haben. Und Microsoft hat sie auch lange mit Xbox Music bzw. Groove versucht. Ja, und wer auch schon lange was versucht, das ist Foursquare mit Swarm, also die App, die sie mal ausgegliedert haben, mit der man einchecken kann. Denn die hat nun ein Major-Update bekommen und ist jetzt auf der Version 5.0. Mit, ja, nicht einer komplett neuen Optik, aber schon eine signifikante Veränderung zu vorher, aber immer noch im ähnlichen Look and Feel. Die Sachen sind auch alle eigentlich noch in der App geblieben, was man sonst auch machen konnte, einchecken, man konnte Sticker bekommen, man kann gucken, was die Freunde tun, alles noch drin, nur ein bisschen anders verteilt. Und jetzt ist Live-Logging, also sein Leben aufzeichnen, Front und Center in der App, das sieht man schon daran, dass man startet und direkt die Karte hat, die vorher, weiß ich nicht, auf der dritten Seite versteckt war, wo man gucken kann, wo man alles so in der Welt eingecheckt hat. Und man sieht darunter die Timeline seiner Check-ins, die man derzeit ja, am Laufen hat. Ich finde es ein schönes Update, gleichzeitig auch ein eindeutiger Wink in Richtung Windows, denn die werden das neue Design nicht bekommen. Man hat Dennis Crowley, den Gründer oder Co-Gründer und ehemaligen CEO von Foursquare, gefragt, wann denn die Windows Phone-Version kommt. Und die kommt nicht, denn er hat gesagt, nö, die wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Also ist es ähnlich wie auch bei Snapchat. Es gibt nur noch iOS und Android. Ja, und wir wechseln jetzt nicht zu Snapchat, sondern zu Instagram. Denn dort ist nun auch Apple aktiv. Apple selber hat sich ja lange Zeit aus den sozialen Netzwerken rausgehalten. Dann gab es mal einen Support-Account auf Twitter, dann gab es einen richtigen Twitter-Account, ein bisschen was auf Facebook und jetzt gibt es auch einen offiziellen Apple-Account auf Instagram. @Apple heißt der und dort geht es um Fotografie mit dem iPhone. Das ist die Kampagne Shot on iPhone, die auch als Werbe- und Plakatkampagne schon seit, glaube ich, einem Jahr läuft, mindestens. Und die gesellt sich jetzt nun mit den Fotos in den Instagram-Feed, wenn ihr Apple natürlich folgt. Ansonsten ist es nicht in eurem Feed zu entdecken. Aber wenn wir schon bei Instagram sind, dann bleiben wir mal kurz da, denn die haben auch ein neues Videochat-Feature eingefügt. Denn man kann nun ein Videochat starten, also ein Live-Video, was man ja vorher auch schon konnte und Leute konnten einem zugucken. Und nun kann man jemanden dazu holen. Und dann kann man 1:1 chatten und andere Leute können zugucken und das auch kommentieren und liken und whatever tun. Ja, denkt man sich erstmal, jo, braucht man das? Aber ganz einfaches Thema, Interview. So kann man halt ein Interview machen mit jemandem und Leute können zuschauen. Also eigentlich eine ganz nette Funktion.
Die ist noch nicht für alle verfügbar, sondern wird langsam ausgerollt. Und schaut mal rein, vielleicht habt ihr sie ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend, auch gerade eben, es ist nicht nur Videochat 101, sondern wirklich, es ist halt Broadcasting, also man macht halt Videochat für die Welt. Ja, und das letzte Thema für heute ist Disney. Denn die wollen 2019 eine eigene Streaming-Plattform starten. Ob man das jetzt nun unbedingt brauchte, sei mal dahingestellt. Und blöd sieht es dabei für Netflix aus, also der eigentlich beliebteste Videostreaming-Dienst. Denn die hatten erst mit Disney einen exklusiven Deal abgeschlossen, was ja unter anderem auch Star Wars betraf. Und jetzt, wo Disney den eigenen Dienst etablieren möchte, werden sie, haben sie so wohl gesagt, auch die Filme von den anderen Plattformen wegnehmen, damit ihr Dienst dann wirklich exklusiv Disney ist. Und Disney ist ja nicht nur Disney. Disney ist Pixar, Disney ist Marvel und wie gerade schon gesagt Star Wars. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Aber sie haben eindeutig jedenfalls gesagt, dass ab 2019 der Disney Streaming Dienst die einzelne Heimat sein sollte für neue Disney und Pixar Filme. Und noch ein paar andere Sachen, aber hauptsächlich alle neuen Disney- und Pixar-Filme ab 2019, also die da ins Kino kommen, die werden hinterher nur auf der Disney-eigenen Streaming-Plattform angeboten. Boah, am Ende des Tages kundenfreundlich ist das nicht, denn ja, eventuell muss man sich so einen zweiten Streaming-Dienst leisten, wenn man jetzt unbedingt auch Disney und Pixar gucken will. Oder man kauft ja einfach eine Blu-ray. So, und das war's dann auch für heute. Morgen werdet ihr wieder mich hören und dann am Montag schauen wir mal, ob ich da bin oder der Jan. Also von daher, kommt gut in den Donnerstag, habt einen schönen Tag und wir hören uns. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.